Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 12. November. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir wollen gleich angreifen und uns hier den Australdollar gegenüber dem US-Dollar ein Stück weit näher betrachten, denn dieser hat sich ja in der Nacht mal wieder newsbedingt sehr, sehr stark gezeigt. Wir hatten gestern den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hier schon im Radar im Fokus und verwiesen schon hier auf mögliche Ambitionen einer Performance. Auch im gestrigen Devisenpaar behandelten wir genau das, was Sie hier praktisch rechts sehen, den Tagesschart, nämlich vom Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Und das ist eben hier die Konstellation, die sich heute hier schon mal ein Stück weit in die richtige Richtung entwickelte. Also, wir haben zwar hier den Trendlinienbruch gesehen, aber rein von der Struktur her war hier eben noch kein tieferes Tief ausgehend hier von diesem September-Tief zu sehen, zumal hier 0,69, 55, 50 hier eine schöne Unterstützungszone zu sehen war und eben hier sehen Sie die Parameter zu einem möglichen Einstieg am gestrigen Handelstag. Risiko wäre dann eben praktisch unter dieser Unterstützung gewesen. Und hier die mögliche Chance, genau das behandelten wir hier im Devisenradar in dem Webinar jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr. Wie wir sehen, hat sich das dann tatsächlich umgesetzt. Ich meine, die News in der Nacht hätten genauso gut in die andere Richtung gehen können, doch das charttechnische Bild versprach hier zumindest hier die mögliche Chance einer Aufwärtsbewegung. Und genau diese vollzog der Australdollar heute Nacht eben hier durch Bewegungen aufgrund von, ja, Arbeitslosenquoten. Also hier, die sind besser ausgefallen, also besser gesagt, die Arbeitslosenquote ist geringer als erwartet ausgefallen. Dann gab es eben auch hier Zahlen zur Erwerbstätigkeit und auch noch Inflationserwartungen. Also ein ganzer Cocktail an News, die hier aber letztlich alle positiv für den Aussie waren. Und zudem auch hier natürlich die Leitzins-Story hier auch noch eine andere ist als beim Neuseeland-Dollar selbst. Also insofern den ozeanischen Vorteil genießt zurzeit der Australdollar. Aktuell aber hier jetzt die Situation, dass wir die kurzfristige Abwärtstrendlinie gerade touchiert hatten mit der heutigen Bewegung. Der Australdollar lief 94 Pips bislang. Das ist über den Schnitt. Im Reglement der vergangenen Zeit haben wir hier eine Range, die bewegt sich so zwischen 65 und 75. Das heißt, Sie sehen seine Kerze, die ist schon heute im Prinzip ausgeschöpft. Intraday würde ich hier eher Vorsicht walten lassen. Aber hier deutet sich natürlich auch eine weitere Performance an. Unabhängig dessen, dass es gestern hier schon einen spekulativen Einstieg gab, wäre eine weitere Performance hier über den EMA 50 blaue Linie hinaus, über diese Abwärtstrendlinie hinaus, dann möglicherweise auch hier mit einem positiven Momentum-Schwenk, wie wir hier sehen, wenn das Momentum positiv wird an dieser Stelle, das Momentum der letzten 14 Tage, dann kann es temporär oder sogar ein Stück weit stärker noch nach oben gehen. Und hier, wie gesagt, haben wir auch die technische Situation eines Ausbruchs, die sich ermöglichen könnte. Als nächstes Ziel, wenn der Australdollar weiter positiv bleibt, wäre hier die Zone von 0,7240 zu nennen. Dieses Level hier, diese Widerstandszone, kommt aus der Vergangenheit. Und dann haben wir hier darüber hinaus natürlich das letzte Bewegungshoch bei 0,7382, Schrägstrich hier bei 0,7420. Rein das Setup jetzt, wie gesagt, interessant. Die bullische Tendenz muss sich eben nur fortsetzen. Also der Ausbruch, der noch nicht erfolgt ist, sollte erfolgen. Dann haben wir sicherlich gute Chancen für weiter steigende Preise. Das Ganze wird leider in Anführungszeichen nicht von der Saisonalität gestützt. Das sehen Sie hier. Eher eine schwache Tendenz. Hier zur Weihnachtszeit sehen wir zwar einen starken saisonalen Schub, doch der ist, wie gesagt, mehr ein Stück weit Zocken über die Feiertage. Das muss meines Erachtens nicht sein, aber rein saisonal hat der Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier ein sehr, sehr starkes Momentum zum Jahresabschluss, aber bis dahin eben eher mau. Deswegen hier diese mögliche Ausbruchsgelegenheit wird saisonal nicht unterschritten. Wir hatten auch gestern im Devisenradar besprochen, dass auch der Australdollar Future hier eher an einem bärischen Bias rein saisonal während der letzten 16, 17 Jahre verweilt, also hier auch überwiegend jetzt beginnt ab November bis Anfang Dezember eine sehr schwache saisonale Phase, auch anhand klarer statistischer Rahmenparameter. Allerdings ist das, wie gesagt, der Australdollar Future. Aber nichtsdestotrotz wirkt das eben leicht belästigend, schrägstrich drückend beim Australdollar, wenn man das so singulär betrachtet. Andererseits haben wir hier jetzt den Punkt, wenn wir uns das große Bild nochmal anschauen, dass sicherlich die Abwärtsbewegung der Vergangenheit hier durchaus eine Erholung zulässt. Hier ist die Zone 0,7130.
Auch hier 0,7240, das, was wir gerade im Tageschart hatten, hier auf diesem Niveau, sicherlich eine Zone, die hier möglicherweise jetzt erstmal eine temporäre Erholung erzeugen könnte. Man darf natürlich nicht vergessen, dass der Australdollar hier noch mitspielt, der US-Dollar gegenüber dem Australdollar mitspielt. Das heißt, wenn wir hier im Dezember wirklich eine Leitzinsanhebung sehen, dann dürfte das sicherlich auch hier den Australdollar nochmal unter Druck bringen. Aber rein technisch wäre jetzt eben eine Erholungschance gegeben, hier mit Blick auf den Wochenchart. Also eine temporäre Erholungsbewegung könnte erfolgen. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, nicht, dass das hier deutlich über 0,74 rausreicht. Eher korrektiver Erholungsimpuls, um dann gegebenenfalls neue Tiefs anzusteuern. Denn auch das hatten wir gestern im Devisenradar-Webinar besprochen. Der US-Dollar-Index, der ist schon eine Hausnummer und den könnten wir uns vielleicht morgen zum Wochenabschluss hier mal vornehmen, dass ich Ihnen mal hier ein Stück weit den US-Dollar-Index näher bringe, wie der sich denn so gestaltet. Jetzt aber zum Australdollar hier im Intraday-Chart-Stunde sehen wir, ja, wenig überraschend, das ist die Movement-Kerze der News heute Nacht. Da ist im Prinzip alles schon gelaufen. Jetzt konsolidieren wir seitwärts und ich denke, das ist es im Prinzip auch gewesen. Jetzt könnte man hier auf eine bullische Flagge spekulieren, sofern sie sich denn ausbildet. Hier haben wir sicherlich jetzt auch noch auf Intraday-Basis ein Unterstützungsbereich, der hier ja jetzt nicht wesentlich tiefer führen sollte. Und wenn das dabei bleibt, dann kann man den Australdollar sicherlich für morgen und für die nächsten Tage kurzfristig auch auf der Long-Seite spielen. Faktisch auch, und das kann man auch als Anhaltspunkt nehmen, wir haben hier diese Momentum-Kerze der heutigen Nacht eben. Und wenn man hier von dieser Kerze sozusagen mal das Mittel nimmt, 50, dann heißt das, das wäre ein maximales Korrekturniveau dieser Momentum-Kerze. Also eine Korrektur dieser Kerze ist legitim aufgrund des starken Momentums. Hier sind Käufer in den Markt geströmt. Diese Kerze sollte sich doch nicht über 61,8 hinaus korrektiv schwächen, ermüden. Das heißt, wenn jetzt hier eine Preisbewegung kommt, die diese Kerze relativiert, dann wäre hier unterhalb von, man darf sagen 0,7090, dieses Movement sicher vom Tisch und dann könnte es sogar eine deutlichere Abwärtsbewegung geben. Oberhalb von 71,2 wären aber hier Rücksetzer legitim, um sozusagen kurzfristige Gewinnmitnahmen zu ermöglichen, Schrägstrich das Momentum, die überhitzte Momentumsbewegung abzubauen, um dann eben wieder nach oben aufzudrehen. Soll also heißen, hier so eine große Kerze sollte nicht mehr als die Hälfte im Ideal korrigiert werden, dann hat man hier gute Chancen, dass das positive Momentum sich weiter fortsetzt. Zu tiefe Rücksetzer in die Kerze rein, in diese starke Power Candle, wie es auch heißt, sollten daher vermieden werden. So, dann schauen wir jetzt abschließend noch auf die Tagesbewertung heute, beziehungsweise halt, ich hatte eine ganz andere Idee. Wir schauen uns hier den FTSE Vektorlogik an, das war's. Da sehen wir auch den Australdollar, wie gesagt, gestern schon im Movement gehabt, dass der theoretische Kursverlauf für heute anhand der kurzfristigen saisonalen Tendenzen hier im Stundenchart. Und ja, wir sehen, dieses Momentum ist mehr oder weniger abgearbeitet worden. Hier zwar ein Stück weit gemächlicher, aber aufgrund der News hat sich das hier innerhalb kürzester Zeit alles abgespielt. Aber auch hier zeigte der Pfeil letztlich für den Australdollar kurzfristig nach oben. Eine kleine Ernüchterung an dieser Stelle, wenn wir jetzt das Ganze mal auf 4 Stunden ausdehnen und sozusagen jetzt mal berechnen lassen, was hier in Voraussicht des 4-Stunden-Charts für die kommenden Tage passiert und wir das jetzt hier seit 2007, 2008 sozusagen auswerten und jetzt nochmal darstellen in der Rückberechnung, dann sehen wir jetzt hier gleich mal, was passiert. Und das dann kann durchaus ein Stück weit ernüchternd sein, denn wir wissen, dass die Saisonalität des Australdollars nicht wirklich so positiv ist. Und da sehen wir es auch schon. Nach diesem Momentum-Move, der heute hier im Stundenchart positiv gewesen sein müsste, sollte, wird hier im Stundenchart schon wieder ein Stück weit relativiert. Und wenn wir das jetzt auf die Tagesschartbasis nehmen, wird es sogar noch relativierter. Und das hier einfach nur mal der Vorausschau dessen, was hier eben anstehen könnte. Das ist jetzt hier keine Gratwanderung dessen, dass der Australdollar hier nicht das Movement nach oben genießt. Ich denke, kurzfristig haben wir hier Chancen, aber rein statistisch saisonal, wie gesagt, zeigt hier der Pfeil ganz klar nach unten. Das nochmal zur Verdeutlichung an dieser Stelle. Ich sage erstmal danke jetzt fürs Einschalten und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen beim nächsten Devisenradar wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.